Wer ist nicht volljährig? Okay. In sowas bin ich extrem stark, Chat. In sowas bin ich sehr, 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 sehr stark. Also ich bin in sowas wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bin in sowas sehr stark. K-A-T-J-A. Du verarschst mich, Digga. Ich glaube, du verarschst mich. Hi und herzlich willkommen im Cube. Was ist Cube? Heißt, ich dachte, das heißt es. Achso. Die Kandidaten haben keine Ahnung, worum es in diesem Video geht. Sie kennen sich untereinander nicht und treffen jetzt zum ersten Mal aufeinander. Eure Gruppe besteht aus 5 Personen. Eine davon ist minderjährig. Alle anderen sind über 18. Eure Aufgabe ist es, die minderjährige Person... Ja, sie mit der Brille sieht am jüngsten aus. ...zu enttarnen und rauszuvoten. Weiter, ne? Es gibt 3 Gesprächsrunden, in denen ihr Fragen stellen könnt, um den Lügner zu enttarnen. Am Ende jeder... Einfach im Among Us, Alter, und dann muss man herausfinden, wer der Imposter ist. ...Runde wird gevotet. Schafft es die minderjährige Person bis zum Ende im Cube zu bleiben, gewinnt sie 250 Euro. Okay, wow, 250 Euro, Dave. Vertreibt man nicht. Sollte der Lügner in der letzten Runde nicht mehr im Cube sein, teilt ihr euch das Preisgeld. Wir beginnen mit der ersten Runde. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, euch vorzustellen. Danach wird direkt gevotet. Deutscher Mr. Beast. Ich bin Moin Flipflop, lass das. Ich bin 20, bin mit dem Auto hingekommen. Bin am 3.7.2000 geboren, Sternzeichen Krebs. Ich bin Theresa, ich bin 18, ich bin am 2.10.2002 geboren und ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht. Ich bin Johannes, ich bin... Wäre so geil, wenn jetzt einer von denen sagt, ich bin Peter, ich bin 14. Ganze Video noch eine Minute vorbei. Ich bin 20 Jahre, ich bin am 31.07.2000 geboren, bin mit der Bahn hier gekommen. Hallo, ich bin Katja, ich bin 18 Jahre alt und am 1. April 2003 geboren. Julia sieht sehr jung aus, ne? Hallo, ich bin Juli, ich bin am 29. März 2003 geboren, wurde also vor 3 Monaten 18 und mag es gerne, keine Ahnung, auf Konzerte zu gehen und rumzureisen. Okay, Julia ist sus. Nachdem sich jetzt alle vorgestellt haben, muss eine Person von euch rausgevotet werden. Oh, krass. Hat Theresa sich selber gerade rausgevotet? Ach nee, Entschuldigung, bin dumm. Ja. Ich danke dir. Shorty, dankeschön. Ja, ich glaube auch, Theresa. Ich glaube, es ist falsch. Jetzt wäre das Video schon vorbei. Ich glaube, sogar er hier könnte es sein. Ich glaube, es könnte sogar Johannes sein. Es gibt so viele interessante Fragen und die fragen sich einfach, wer ist von euch 18? Ja, stimmt. Dankeschön. Es gab 2 Personen, die gleich viele Stimmen erhalten haben. Das heißt, ihr lernt euch in... Das heißt, Kampf ums Überleben. ...in Runde 2 weiter kennen und votet dann erneut. Sollte das Ergebnis unverändert bleiben, müssen beide Personen den Cube verlassen. Ihr habt jetzt 60 Sekunden Zeit, die anderen davon zu überzeugen, dass ihr wirklich 18 Jahre oder älter seid. Danach wird erneut gevotet. Ja, also ich bin... in Bünn zum Gymnasium gegangen und bin dann nach der 11. Klasse aufs Berufskolleg in Unna gewechselt, habe da mein Abitur nachgeholt und habe dann mein Studium in Münster angefangen und bin jetzt im 2. Semester Grundschullehramt. Johannes ist... Was studierst du im Grundschullehramt? Auf welche Fächer? Genau. Ja, ja, man hat immer Deutsch, Mathe und Bildungswissenschaften sowieso und hat nur ein Wahlfach und mein Wahlfach ist Englisch. Der Typ ist zu nervös, sass. Okay, alles klar. Ja, ich komme aus Münster, da wo du studierst. Ich habe da 2019 mein Abi gemacht, bin dann nach Köln gezogen, studiere jetzt BWL. Und ich bin jetzt die letzten 3 Tage, also bis Samstag bin ich auf Mallorca gewesen. Cool. Und wie lange studierst du schon? Ich studiere jetzt im 4. Semester. Das macht keinen Sinn. Okay, ja. Genau. Okay, ich bin mit 5 in die Schule gekommen, habe dann mit 17 letztes Jahr mein Abi gemacht. Alles gelogen, man kam mit 5 in die Schule. Und arbeite seit daher in einem Corona-Testzentrum und jetzt ab Oktober fange ich an zu studieren, Musik und ja. Wo? Ist noch nicht sicher, weil muss man ja Aufnahmeprüfungen machen, muss man gucken, wo man angenommen Deutsche wird. Pop. Okay, habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist mit 5, bist du
angefangen. Ja. Wie kam das, dass du mit 5 eingeschult wurdest? Oh, ich bin so klug. Das geht. Ich wurde schon mit 4. Ja, Chat, ihr seid alle mit 3. Mit 3 habt ihr. Ja, Chat. Ja. Ich habe mit 13 auch mein Abitur gemacht, Chat. Ihr habt doch promoviert, habt ihr mit 16, habt ihr alle. Ihr dummen Opfer, Mann. Keiner von euch ist hier mit 5 oder mit 4 in die Schule gekommen. Ihr seid alle extrem dumm. Ihr seid alle extrem dumm, Alter. Keiner von euch hat hier irgendeinen Abschluss-Chat. Also. Weil es im Kindergarten langweilig war. Also, so, du kannst ja auch mit dich mit 5 einschulen lassen. Das ist voll richtig. Also, ich wurde spät eingeschult. Ich wurde mit 7 eingeschult, weil ich. Ja, ich wurde. Okay, Chat, dann flex ich jetzt mal. Ich wurde erst mit 8 eingeschult. Ich wurde mit 8 eingeschult und habe die Grundschule mit 14 abgeschlossen. So, wer kann das überbieten, hm? Ich im Juli Geburtstag habe. Ich gehe auf die Fachoberschule. Ich weiß nicht, ob es das hier in NRW gibt, in München. Und habe jetzt mein Abi gemacht. Also es ist eine Gestaltungsfachoberschule. Und da muss man sehr viel malen. Und jetzt chill ich erstmal mein Leben. 2021 hast du dein Abi gemacht? Ja, ich habe. Mit wie vielen Jahren wurdest du eingeschult? Mit 6. Nee. In welchem Jahr? 2007. Sorry. Alles gut. Das ist so Lebenslauf, also weiß ich nicht mehr so auswendig, deswegen. Ich gehe noch zur Schule, mach nächstes Jahr mein Abitur. Die ist so raus, die ist so sass. Wir haben 13 Jahre, also ich bin auf der Waldorfschule. Ja. Und danach will ich dann mir erstmal ein Jahr nehmen und ein bisschen rumreisen. Bisschen Australien, sich selbst finden. Und werde dann in Hamburg wahrscheinlich Hotelmanagement studieren, wenn das alles so klappt, wie ich das geplant habe. Weißt du, in welchem Jahr du in die 5. Klasse gekommen bist? Nein. Okay. Weißt du es noch? Ja. Vielleicht ist es ja noch nicht so lange her. Genau. Er ist ja auch nicht so lange her. Kannst du deinen Namen tanzen? Ja. Okay. Kannst du es machen jetzt? K-A-T-J-A. Sehr schön. Was ist das für ein scheiß Tanz? Wen willst du denn damit beeindrucken? Wieso hat der da oben noch so, hat der da oben so arabische Symbole noch hingemacht? Julia? Und dann schreibt er hier noch was auf Arabisch dazu. Warum? Warum hat er das gemacht? Hä? Was steht da? Bre, was steht da? Der Bre ist gottesfürchtig. Oh, Julia wird so rausgevotet, holy shit. Ihr kriegt so einen Sus-Kick. Okay, ich habe jetzt einen neuen Favoriten. Ich glaube, es ist. Oh mein Gott, Bro. Digga, also wirklich, Johannes, du hast so reingeschissen. Johannes hat beim Vote-Kick einfach reingeschissen. Bro, Johannes! Es haben erneut 2 Personen die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten, weswegen Julia und Theresa den Cube verlassen müssen. Hat die sich gerade gefreut? Wegen Julia und Theresa den Cube verlassen müssen. Hä? Wieso hat die sich gefreut? Die ist doch rausgeflogen. Die kriegt ja kein Geld dann. Hä? Ja, verloren. Wenn das Licht rot wird, ist die minderjährige Person noch im Cube und es geht weiter. Wird das Licht grün, habt ihr den Lügner enttarnt und ihr teilt euch das Preisgeld. Die minderjährige Person ist noch im Cube. Das heißt, es geht in die finale Runde. Es ist Johannes, ich sag's. Ich habe erst Theresa und dann Julia gewählt. Gerade. Okay. Falls das irgendwie was. Ja, ich habe erst Julia gewählt, die ist jetzt draußen, und dann habe ich Katja gewählt. Und da bin ich mir auch eigentlich relativ sicher. Also, erstmal geht sie noch zur Schule. Ja. Und ich weiß nicht, du hast eben. Du bist schon von Münster nach Köln gezogen. Das heißt, du bist wahrscheinlich über 18, weil sonst machst du ja gar keinen Mietvertrag und so. Du studierst. Hm. Im wievielten Semester nochmal? Im 4. jetzt. Johannes ist sowas von 17. 4. Semester, ich bin in Münster in der WG. Ich bin mit dem Auto hingekommen. Kann ich dir natürlich nicht beweisen. Ja. Kann ich dir nicht beweisen, aber ich lüge jetzt einfach mal. Ich erzähl's dir einfach. Ja, ich bin am 3.7.2000 geboren. Ich würde dir jetzt auch mein Handycode zeigen, aber mein Handy habe ich leider nicht hier. Ich glaube dir das. Ich finde das. Ich würde dir kurz mein Handycode zeigen. Erstmal Handycode leaken. Im ersten Blick würde ich das gar nicht denken, aber ich bin eigentlich relativ sicher. Du hast gesagt, du gehst zur Waldorfschule und machst ja, genau. Das sind halt 13 Jahre, die wir da machen. Es ist gelogen, Katja. Es gibt keine Waldorfschule. Okay. Wann bist du noch
zeig doch einfach allen den Perso. Powerpaxi, du hast das, du hast, also Powerpaxi, du hast das Format komplett verstanden tatsächlich, Bro. Es wäre viel einfacher, wenn sich einfach alle am Anfang den Personalausweis zeigen und dann hat tatsächlich niemand gewonnen. Way too smart, der Bruder. Absoluter Fivehead. Powerpaxi, du bist es einfach, Mann. Du bist es. Du hast es komplett verstanden, wie dieses Format funktioniert. Wann warst du geboren? 2003. Nein. Ja. Wann? 2003, am 1. Aber eben hast du noch 2002 gesagt. Nein. Hm? Ich bin 18, ich bin 2003 geboren. Hast du nicht 2001 gesagt? Boah, jetzt reicht's. Du, nee. Okay. Oh, es könnte doch Katja sein. Okay, dachte ich jetzt. Eine Frage habe ich noch. Rauchst du? Ja. Wie kaufst du dann deine Zigaretten? Mit meinem Personalausweis. Rauchst du? Ja, beweis es. Beweis, wie du rauchst. Zeig, wie du rauchst. Rauch jetzt eine Zigarette. Rauch die Zigarette, Katja, um zu beweisen, dass du rauchst. Rauch jetzt eine Zigarette vor uns. Okay, wenn du so cool bist und über 18 bist, dann kiff doch. Das ist okay. Tatsächlich nicht so schwierig. Ich weiß nicht, ich würde mich ärgern, wenn jetzt gleich das Licht rot angeht und du mich verarscht hast und du einfach so ein Überflieger bist, der BWL studiert mit 17, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was aus deiner vierten Vorlesung, aus deinem vierten Semester. Aus meinem vierten Semester, was willst du denn wissen, was ich für Fächer habe? Ja, zum Beispiel. Ich habe jetzt aktuell Marketing, Makroökonomie und Mikroökonomie. Ist kein Cap, gibt's wirklich. Und wann schreibst du deine Klausuren? Ich habe jetzt gerade einen geschrieben, am 12. und ich schreibe jetzt am 28.07. schreibe ich meine nächste. Okay, ja. Gut, ich bin mir sicher. Ich bin mir auch sicher. Katja ist so sauer. Ja, dann können wir... Katja ist so sauer, die ist so sauer. Von mir aus wählen. Die ist so sauer, Mann, die hasst es einfach. Ich glaube, es ist wirklich Johannes. Ich glaube, Johannes ist am Cappen. Tevis habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Tevis habe ich gar nicht auf dem Schirm, Digga. Tevis ist nicht mal ein Name. Tevis ist kein Name, Punkt. Ich glaube, Johannes ist am Cappen. Ja, Katja ist es nicht. Katja ist es nicht. Johannes. Wenn Tevis es ist, dann ist er ein Pro-Gamer, wirklich. Wenn Tevis es ist, dann hat Johannes ihm halt mit einer reingehauen. Der eine erinnert mich an Trimax, ja. Tevis erinnert mich an Trimax, ja. Mit 2 Stimmen wurde sich für Katja entschieden, weswegen sie die Gruppe verlassen muss. Oder du verarschst mich die ganze Zeit. Ich glaube, du verarschst mich. Ob ihr euch richtig entschieden habt, sehen wir jetzt. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Katja war, aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass Tevis mich die ganze Zeit verarscht. Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass sie nicht im Kreis ist, weil wenn ich 17 wäre und die Frage jetzt käme und alles durch ist, dann würde ich sagen, ja, Bruder, tut mir leid, der ist halt noch. Aber gut, also nee, ich bin mir jetzt sicher, sie ist raus. Oh mein Gott. Jawohl. Das war Katja. Stark. Oh, oh, oh mein Gott, we witched it. Oh mein Gott, oh, 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 ah. Oh, we fucking witnessed top-notch cringe. Oh my god. Ah. Oh. Okay, schaut ganz kurz den Handshake. Jawohl. Sehr stark. Ja, gut. Scheiße. Jawohl. Sehr stark. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dem Preisgeld. Super. Dankeschön. Sehr gut. Katja ist ja so sauer, oder? Katja ist doch so sauer, oder? Katja muss ja so krank sauer sein. Boah, krass, Alter.